Es ist bedauerlich, dass ich diese Erklärungen machen muss, aber es geht um eine dringende Angelegenheit, die angesprochen werden muss. Sind Anonymous Cyberterroristen oder eine Aktivistengruppe für Freiheit, Wahrheit und das Internet? Nein. Und ja. Die Anfänge von Anonymous machen es schwer, die Gesamtheit des Wesens zu verstehen. Anonymous sind einfach Ideen ohne Ursprung, sei es ein Satz, ein Trend, ein Adjektiv. Das Konzept von Anonymous hat es schon immer gegeben. Anonymous jedoch, wie wir es jetzt kennen, wie es sich gegen die Church of Scientology, gegen Copyright-Lobbyismus und für zensurfreies Internet einsetzt, begann als ein Imageboard in Japan vor fast einer Dekade. Ein Ort ohne Regeln, ohne Thema, ohne Identität, Bilder und Texte ohne Autoren. Die einzige Kontrollinstanz war, dass ein Post entweder Gefallen fand oder das Zeitliche gesegnet hat und wegen mangelndem Interessen hinten runterfiel. Das einzelne Individuum fiel nicht ins Gewicht. Langsam, durch Wiederholungen und dieser einzigartigen natürlichen Auswahl, konnten sich populäre Ideen vervielfältigen und zu Memes entwickeln. Diese Memes wurden eingebaut in neue Ideen, eine Evolution der Gedanken. Irgendwann wurde ein neues Imageboard gegründet, nach denselben Prinzipien für die englischsprachige Welt. Es wuchs schnell, neue Themen kamen hinzu und auch der Einfluss wuchs. Ein öffentlicher Club mit geheimen Mitgliedern, ein ganzes Ökosystem der Gedanken. Die Vielfalt von Anonymous ist so vielfältig wie der Mensch. Und so auch wie der Weg des Universums, das Gute mit dem Bösen, das Rechte mit dem Linken. An einem Ort, wo das Alter eines Posts in Sekunden gemessen wird, kommt Veränderung in einem Augenblick und ändert alles. Anonymous ist die Summe seiner Mitglieder geteilt durch unendlich. Als Anonymous noch jung war, war Anonymous unreif und kindisch, für die Mehrheit nur für Kreativität und Unterhaltung gut. Die dunkleren und unheimlichen Aspekte sammelten sich langsam in den Schatten. Bald vergifteten sie Anonymous und Anonymous musste wählen, entweder das natürliche Chaos weiter walten lassen oder selbst gegen das Wesen von Anonymous vorzugehen. Die, die das Medium kontrollierten, die Server, fällten die schicksalhafte Entscheidung, diese grausamen Teile von Anonymous zu vertreiben. Es folgte ein Krieg, der fast eine Ewigkeit andauerte in der Zeitrechnung des Internets. Diese Schattenseite von Anonymous spaltete sich ab und gründete eigene Imageboards, wo sie tun und lassen konnten, was sie wollten. Die Mehrheit dieser Splittergruppen war von der dunkleren Seite. Mit der Zeit starben diese Nischen aus oder konsolidierten. Sie waren meist die, die furchtbare Späße trieben. Sie sind rassistisch, weil es beleidigt. Sie frönen sexuellen Darstellungen, weil es zum Teil verboten ist. Und sie sind virtuell grausam, weil sie es können. Jedoch können wir diese Aspekte von Anonymous nicht leugnen, genauso wie man die dunklen Aspekte des Menschen nicht leugnen kann. Sie sind fast alles, gegen das sich die Mehrheit wehrt, und sie können nur in Isolation überleben. Auf der anderen Seite sind es die, die sich wagen, gegen Sekten, Diktatoren und übermächtige Konzerne aufzustehen. Sie brachten Pädophile zur Strecke und verfolgten Tierquäler über den ganzen Globus. Sie sind es, die es wagen, frei zu denken, ohne Rücksicht auf andere. Und sie haben wahrscheinlich auch die Memes gestartet, die, die so groß und mächtig wurden. Trotz all ihrer Untaten, es waren diejenigen, die das alles gestartet haben. Aber bei Anonymous gibt es keinen Urheber. Ihr Anspruch ist genauso gültig wie der Anspruch jedes anderen. Sie sind nur ein Funke und nicht das Feuer. Jetzt hat sich die Summe von Anonymous noch mehr verändert. Jeden Tag mischen sich zwischen die Rabauken und Provokateure, Idealisten und Entschlossene, die motiviert sind, für die Sache einzutreten. Anonymous ist aus den Imageboards herausgewachsen, aus dem Internet, in die Welt, die wir kennen, in der Welt, in der wir leben. Wir sind gewachsen und wir wachsen weiter. Aus jedem Fehler lernen wir. Nach jedem Fehlschlag stehen wir wieder auf. Auf jedem Erfolg bauen wir auf. Es gibt keine Kontrolle, keine Führer, nur Einfluss. Der Einfluss durch die Gedanken im Kollektiv. Es ist Zeit für mich zu gehen, aber wir werden uns sehen, auf der anderen Seite.